So, wir haben ein paar Credits verloren, Erfahrungspunkte erhalten und helle Seite-Punkte erhalten. Genau, gehen wir mal auf diese helle Seite ein. Natürlich darf es kein Star Wars-Spiel geben, ohne dass wir uns mit der hellen und der dunklen Seite auseinandersetzen. Ihr seht hier im Charakterbildschirm, dass ich ja einen Status habe in Richtung hell oder dunkel, der sich offensichtlich ganz leicht in Richtung hell bewegt. Wenn wir uns dagegen Karth angucken, der ist ziemlich auf der hellen Seite unterwegs. Und Entscheidungen, die ich im Verlauf von dem Spiel treffe, bringen mich in die eine oder die andere Richtung. Ich kann euch jetzt schon mal richtig hart spoilern und sagen, ich habe es einmal versucht, auf der dunklen Seite durchzuspielen. Ich habe es nicht geschafft, weil es mir einfach nicht... Ich konnte es einfach nicht. Ich lese immer in Internetforen von Leuten, die sagen, ja, ich spiele immer auf der dunklen Seite und es ist so geil und ich bringe alle um. Ich kann das nicht. Ich will immer lieb sein. Und naja, auch bei diesem Let's Play werde ich versuchen, so nett wie möglich zu den Leuten zu sein, weil die helle Seite für mich einfach langweiligerweise das Einzige ist, was ich will. Und genau, also die Vorteile, die man hat, ist, man hat irgendwann in ferner Zukunft, ja, das sage ich jetzt am besten noch nicht. Das werden wir dann irgendwann noch rausfinden. Im Moment geht es einfach mal darum, wie wir uns, ja, in welche Richtung wir gehen, im Sinne von, ob wir ein Guter oder ein Böser werden. Und ich will lieber ein Guter sein dieses Mal. So, wir haben hier noch ein paar Überreste. 50 Credits! Und nochmal 50 Credits. So, da sieht man auch gleich, wie Karma zuschlägt, wenn wir hier eine gute Tat vollbringen. Wir haben die 100 Credits gleich zurückbekommen. Okay, jetzt sehen wir hier oben. Hier waren wir jetzt überall. Wir haben die Grenzen eigentlich ausgekundschaftet. Und jetzt sind wir in der südlichen Oberstadt und gehen jetzt mal in die nördliche Oberstadt. Wir haben immer noch nichts von Bastila gefunden, außer dass wir, naja, irgendwie in diese Slums runter müssen. Da ist offensichtlich ja ihre Rettungskapsel runtergegangen. Müssen wir mal gucken, wie wir in die Unterstadt kommen. Oder halt direkt in die Slums. Ich weiß es ja nicht. Also, gucken wir mal hier. Was haben wir denn? Zu den Apartments. Ah, das ist wieder so ein Apartment-Block. Ja gut, dann gehen wir doch mal da rein. Und schauen, was wir hier so wieder ausräumen können, bekämpfen können, was auch immer. Frau. So, einfache Sicherheitstür. Das ist ein Fall für Karth. Bin dran. Es ist offen. Ach, guck mal, da ist ein Lago. Oh, der hat einen Blaster in der Hand. Oh, oh. Bitte tut mir nichts. Ihr müsst mich nicht aus dem Weg räumen. Ich beschaffe Daviks Geld. Er muss mir nur noch ein bisschen Zeit geben. Bitte, ich möchte nicht sterben. Hier, ich habe 50 Credits bei mir. Das ist alles, was ich habe. Es gehört euch, wenn ihr nur Davik nicht verratet, wo ich mich verstecke. Gut, ich flehe euch an. Wovon redet ihr? Ihr seid nicht hier, um mich zu eliminieren, aber ich dachte, ihr gehört zu Daviks Kopfgeldjägern. Wenn ihr mich nicht erledigen wollt, was wollt ihr dann? Vielleicht könnte ich euch bei eurem Problem mit Davik helfen. Ich denke nicht, dass mir jemand helfen kann. Ich schulde Davik Geld und bin mit der Zahlung im Verzug. Deswegen ist er zu Zax ins Kopfgeldbüro gegangen und hat ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Ich verstecke mich seitdem hier, aber früher oder später wird mich jemand finden. Wenn ich nicht irgendwoher 200 Credits beschaffen kann, bin ich so gut wie tot. Na Mensch, da wir doch gerade erst 100 gefunden haben. Ihr gebt einem Fremden einfach so 200 Credits, nur um ihm zu helfen? Ich kann es kaum glauben. Ich danke euch. Wow. Ihr seid wirklich großzügig. Ich hoffe nur, dass wir die Credits nicht irgendwann selbst brauchen. Jetzt kann ich meine Schulden bei Davik abbezahlen. Ich danke euch. Ihr habt mein Leben gerettet. Ich sollte gleich aufbrechen und Davik das Geld bringen. Ach ja, ein paar weitere helle Seitepunkte natürlich. Der dürfte jetzt schon mal der Erledigten. Richtig, Lagos Kopfgeld. Aus purer Nächstenliebe gibst du Lago etwas Geld, damit er Davik ausbezahlen kann. Vermutlich hast du dem armen Kerl dadurch das Leben gerettet. Ja, was ist schon Geld wert, Karth, wenn man dafür jemanden das Leben retten kann? Sag ich jetzt mal. Was haben wir hier? 13 Credits! Ich habe erwartet, dass jetzt hier 200 drin liegen. Verdammt, komm zurück, ich bring dich um. Nein, machen wir natürlich nicht. Okay, also offensichtlich gibt es da diesen Zax, der Chef vom Kopfgeldbüro ist. Und diesen Davik, der offensichtlich ziemlich rabiate Methoden hat. Was das Eintreiben von Schulden angeht. Deswegen kann ich jetzt schon mal sagen, dass sowohl Zax als auch Davik nicht unbedingt auf meiner Liste stehen
von netten Menschen. Ein Sith. Weitergehen! Hier gibt's nichts zu glotzen! Wo hast du die Sith-Uniformen versteckt? Hast du sie an die tarisianischen Rebellen verkauft? Rede! Ich will antworten! Sie erfüllt du! Sie entschuldigt! Wenn hör sie gut! Und sie behalten Volumia! Wenn erfolgt Lufta! Volumia! Was geht da drin vor? Ihr seid ein bisschen zu neugierig, Zivilist. Das geht euch nichts an. Ich kenne die Verhörmethoden der Sith. Das nimmt kein gutes Ende. Lüg mich nicht an, Scheißkerl! Wir haben ein Überwachungsvideo von dir, also fang endlich an zu reden, bevor ich dir das Hirn aus dem Schädel puste! Oh, der Commander verliert die Geduld. Nach dem letzten Verhör habe ich eine Stunde gebraucht, um meine Uniform wieder sauber zu kriegen. Oje, oje, oje. Vielleicht weiß das Alien ja wirklich nichts. Haltet euch einfach raus. Es ist besser für euch. Ich werde nicht zulassen, dass ihr einen wehrlosen Gefangenen tötet. Wie bitte? Macht ihr Witze? Wie wollt ihr uns denn aufhalten? Zeigen wir diesem Zivilisten, was passiert, wenn man einem Sith widerspricht. Boah, also diese großkotzigen Vollidioten gehen mir mal gerade dermaßen auf den Zeiger. So, du kriegst jetzt erstmal ein paar kritische Treffer rein und von hinten die Artillerie, ein paar schwere Geschütze werden aufgefahren. Wir haben wieder helle Seitepunkte erhalten. Natürlich, wir haben jemanden gerettet. Karf macht kurzen Prozess und der nächste Sith Trooper kommt schon angewalzt. Na, da ist noch einer. Ich hätte jetzt gedacht, die wären zu zweit. Naja. Komm, einfach ins Gesicht damit. So muss das sein. So. Überreste. Was haben wir denn hier? Oh, guck mal, eine Sith-Rüstung. Das ist ja schön. 300 Erfahrungspunkte erhalten. Oh, wunderbar. Ein paar Sachen. Das ist ja schön. Das ist wirklich schön. Was haben wir denn hier? Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber offensichtlich seid ihr kein Freund der Sith. Darum habe ich diese Sith-Uniform für die Beak gestohlen. Was? Der hat wirklich geklaut. Die geheimen Weg, was ist das? Gibt es einige, die sich den Eroberern nicht beugen? Swoop-Banden wie die geheimen Weg? Die Swoop-Banden, von denen haben wir, glaube ich, schon gehört. Wenn ihr den Sith noch einen Schlag zufügen wollt, solltet ihr in der Unterstadt mit Gaddon Tech sprechen. Er ist der Anführer der geheimen Weg. Okay, könnt ihr mich zu Gaddon führen? Ich habe immer nur mit seinen Handlern verhandelt, okay. Könnte ich eine dieser Uniformen haben? Ja, okay, gut. Wir haben ja schon eine Rüstung. Belohnung wollen wir nicht. Was planen die geheimen Beak? Die Frage kann nur gerne Tag. Ich sollte den geheimen Beak nicht zufrieden haben. Okay, gut. Okay, dann gehe ich jetzt mal. Du musst dich ein gutes Versteck suchen. Danke nochmal. Ja, gar kein Problem, gar kein Problem. Ja, super. Also wir haben jetzt eine Rüstung, eine Sith-Rüstung. Wenn der Zugang kontrolliert wird, dann ist es ja schon mal ziemlich geil, dass wir uns jetzt vielleicht tarnen können. Ich weiß jetzt zwar noch nicht, ob das für beide reicht. Ich muss jetzt mal gucken. Hier, der hat ja nur Kleidung an. Dann macht Karf jetzt hier mal den fetten Sith für uns. Yeah, richtig lebensecht. Das heißt, wir werden ab jetzt von einem Sith begleitet, einfach weil die Rüstung besser ist als Kleidung. Das stört uns ja nicht. Schon wieder eine Feldkiste. So, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Computersonden, Medikits, alles wird mitgenommen. Ihr wisst ja, wie es in Rollenspielen abgeht. So, wir haben auch gleich den Ring durch. Oh, 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 was? Eine Sicherheitstür. Hier, du Sith, mach ihn mal auf. Es ist offen. Was haben wir denn hier? Ach, nur normale Zivilisten. Na gut. Lasst euch nicht stören. Wir knacken euer Haus, räumen die Bude aus und gehen wieder. Ja, toll. Dafür, dass es hier eine Sicherheitstür war, haben wir aber echt wenig am Start. Gut. Dann war das ja schon mal recht erfolgreich mit der Sith-Rüstung. Wir müssen irgendwie in die Unterstadt kommen, aber wir haben noch gar nicht den Zugang zur Unterstadt gefunden. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht, was das hier soll. Okay, ich guck mal, dass wir die ganze Karte hier erforschen. Ach, was ist das hier? Druiden von Janis. Hey, sieh dir das an. Die Schiss. Oh nein, ich hab solche Angst.
Hey, mach keinen Scheiß! Wir wollen keinen Ärger mit dem Schiff. Ja, du hast recht. Tut mir leid, Schissi. Los, Jungs, gehen wir. Was auch immer, Leute. Eine kleine Nachricht von LucasArts, dass Alkohol euch nicht gut tut. Das Böse wandelt unter uns. Was? Der Feind ist hier. Wir müssen jetzt handeln, bevor wir von diesem Ungeziefer von Invasoren überrannt werden. Klingt gut. Eine Seuche breitet sich in unseren Straßen aus. Oh Gott, das ist. Wir können nicht untätig herumsitzen und zusehen. Druidengeschäft, was haben wir denn hier? Können wir uns einen Druiden kaufen oder was? Was haben wir hier? Gibt es hier was zum Öffnen? Nein. Unvollständige Druiden. Hallo Janice, was geht ab? Pudu. Tony Rama, das ist ja geil, die Leute reden ganz anders mit mir auf einmal, weil sie denken, ich bin ein Sith. Was hast du denn am Start? Eure Sith schafft. Sehr gut. Aha, aha, Zielerfassungssystem, Betäubungsstrahl. Brauche ich auch alles gar nicht. Das ist scheiße. Pudu, Tony Rama. Ja. Ich hätte mal ein paar Fragen. Wie ist es? Ich weiß doch gar nichts, wenn ich das wüsste, würde ich es. Meine Güte, jetzt entspann dich doch mal. Ja. Ziehen wir mal die Sith-Uniform aus und reden dann nochmal mit ihr.